So, das ist Knieper, eine 8-jährige Islandstute aus Holland. Ihr Vater kommt aus Belgien, Frau Sröldstödum, und die Mutter aus Island, dieser Frau Sütraskjördegili, eine Tochter von Skuggi, Frau Flügermeri, der wiederum ein Sohn von Kolsgegger Flügermeri ist. Okay. Das war auch ein eher großes, starkes Pferd. Boah, die sogar aufsitzen lässt, wenn der Bauchgurt nicht fest ist. Und sehr brav ist, wie man es gerade sieht. Das ist mir die Kopf vorhin auch noch abgefallen. Oh. Sekunde, ich muss gerade das Mikro wieder dran machen. Hey, Bibschel. So, gut. Jetzt hoffentlich klappt alles. Also man konnte ja gerade schon sehen, dass sie einfach ein grottenbraves Pferd ist. Sie kam mehr oder weniger dreigängig zu uns. Wir haben sie in den letzten Monaten eingetöltet. Ist vorne noch mit Plastik beschlagen worden und noch beschlagen. Und töltet aber mittlerweile ganz leicht und einfach, wenn auch zurzeit noch nur im langsamen Tempo. Aber man muss wirklich nicht viel machen, muss gerade ein bisschen antreiben. Hält hauchdünn den Kontakt zum Maul. Und es ist extrem gemütlich. Also hier sowas mit ihren kleinen Bewegungen, sowas von butterweich, einfach, ganz problemlos zu tölten. Logischerweise kein Sportpferd mit den Bewegungen, aber ganz ein tolles Freizeitpferd. Geht überall hin, kann von jedem geritten werden. Ist völlig, wie man so sagt, normal im Kopf. Und wie man sieht, hat das Tölten schön gelernt. Man muss wirklich nichts Besonderes können. Der Takt ist immer da. Vielleicht fällt sie einmal im Trab rein, wenn man das vielleicht einen Zügel zu lange loslässt. Ich probiere es einfach mal. So, dann fällt sie mir in den Trab rein. Dann nehme ich die wieder ein bisschen an. Pariere vielleicht durch zum Schritt. Zupfe neu an. Und kann wieder problemlos weiter tölten. Und es ist ja auch nicht so, dass sie den Trab nun direkt sucht, sobald man der Zügel locker ist. Sie ist ja eben noch ein ganz schönes Stück weiter getöltet. Und sie muss eigentlich nur so weitergeritten werden. Da muss man gar nichts Besonderes dran machen. Einfach sie so weiter tölten lassen, dass sie so mehr und mehr Routine im Tölt bekommt. Und dann wird sie garantiert, auch wie alle Pferde, die so in der Art sind, wird sie auch schneller. So ein bisschen laufen ist ja jetzt schon zu sehen. Nur das muss sie eigentlich gar nicht. Sie muss in erster Linie muss sie einfach gemütlich im Tölt geritten werden. Tolles Pferd auch für ein bisschen ängstlichere Anfänger, die einfach ein ganz liebes, braves, umgängliches, leicht zu reitendes Pferd haben möchten. Genauso einfach wie der Tölt, so ist auch der Trab. Kann sehr angenehm so im Entlastungssitz reiten. Kann man sich gut vorstellen, dass man so auch Distanz reiten könnte. Ist auch sehr bequem, da tut einem der Rücken nicht weh. Man kann so immer einfach weiter sich treiben lassen. Und sie hat eben keine Showbewegungen, ganz klar, aber sehr, ja, soll ich sagen, sehr ökonomische Bewegungen, was bei einem Wander-Distanzradpferd wichtig ist. Ich kann mit einem riesigen Aktionstölter nur schwer auf ein Distanzrad gehen. Da brauche ich ein Pferd, was so ganz unkompliziert und sehr leicht und einfach daher joggen kann. Und das kann sie bestens.
Und das Gleiche trifft auch zu für den Galopp. Auch der ist ganz einfach zu reiten. Man sieht hier am hingegebenen Zügel muss ich eher mal ein bisschen nachhelfen hier auf der Bahn. Und hoch. Und hoch. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Demonstration jetzt gewesen, wie brav und einfach sie ist. Bisschen anzuppeln, ein bisschen treiben, bleibt mit der Gerte unterstützt und der immer Taktklarheit hält, ist direkt da und kann auch mit zwei Fingern wunderschön leicht geritten werden, wenn man aufpasst. Oh. Gut, Knieper aus Holland. Oh. Sehr sympathisches Pferd.